Watch Dogs. Drücken die Starttaste, gucken gleich mal, wie es mit der Lautstärke aussieht. Aber ich glaube, es kommt doch schon jetzt erstmal so ein kleines Intro. Aber erstmal, hallo, willkommen zu Watch Dogs. Das wäre meine Sache, euch erstmal zu begrüßen, so in dem Video. Ich habe gerade schon im Stream eine Begrüßung rausgehauen, aber jetzt in der Aufnahme noch gar nicht. Hallo Leute, hi Tobi auf jeden Fall. An der Stelle auch nochmal, Matthew habe ich schon begrüßt. Ja, starten wir einfach mal und wir gehen dann gleich noch in die Einstellungen, sobald wir die Gelegenheit dazu haben. Nice. Ich kenne Berlin. Helligkeitseinstellungen. Bis das so gerade noch sichtbar ist. Hier ist es gerade noch sichtbar. Deshalb mache ich das einfach mal so ein bisschen heller, ist immer besser. Was ist das? War es nur eine Klassenfahrt oder war es einfach nur so Urlaub? Wir machen das mal so. Das ist, glaube ich, ganz gut so. Und hier können wir auch direkt. Was wird dann das online? Online-Hilfe. Ja, es gibt so Online-Sachen. Das ist letztes auch immer irgendwie so ein Kritikpunkt gewesen, dass man halt recht schnell und recht häufig. Von fremden Leuten angegriffen wird. Das war teilweise ziemlich nervig. So, aber ich würde es erstmal so lassen, weil es gibt halt auch ein paar Online-Trophäen. Ich glaube nicht, dass ich alle bekommen werde. Deshalb ist es auch nicht meine Ambition. Anders wie bei Assassin's Creed 4 aktuell privat so. Aber ja. Gehen wir kurz in die Auto. Ja, sag mal. Ballermeister maximal. Ja, man soll auf jeden Fall ein bisschen heller machen. Aber manchmal so ein bisschen. Ich finde Dunkelheit auch furchtbar. So manchmal so ein Resident Evil 2 fällt mir gerade zum Beispiel ein. Remake. So ein bisschen. Songs mache ich mal auf 50 runter. Effekte sind eigentlich auch ein bisschen nervig. Ich glaube mal so. Weil wir sprachen mal auf 90. So. Ja, das sieht doch gut aus. Untertitel lassen wir einfach mal an. So, hat es übernommen. Hat er übernommen. Sehr gut. Kalibrierung machen wir nicht. Steuerung ist mir eigentlich egal. Vibration ist an. Das reicht. Und. Ich spiele auf der PS5. Weil, warum nicht? Gut, dann starten wir doch einfach mal direkt. Oh, Uplay, süß. Neues Spiel. Wie geht's dir, Tobi? Ich hoffe, du hattest einen guten Start. Jetzt den Sonntag? Hä? Was ist los mit mir? Ich habe auch Hunger. Nein, geht. Ach ja, Ladezeiten, ne? Verstecken sind unter Brücken und ja, keine Ahnung. Ich bin noch nicht so weit, mich irgendwie vor Helikoptern verstecken zu müssen. Wobei, jetzt im Tutorial. Mal gucken. Mal gucken. Und spielt übrigens im Assassin's Creed-Universum im gleichen Jahr wie Assassin's Creed 4. Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Lügen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? War das? Hallo? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sehe mal nach. Besser nicht.
Halt dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Die scannen das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was verdammt ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Damien, es ist vorbei. Schalte ab. Zauberer der Moderne. Klickt doch auf keine Download-Links. Trott, oder steht Max? Ja. Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Ubisoft präsentiert. Eine Ubisoft Montreal Produktion. Elf Monate später. Modul wird initialisiert. Blutsequenz. Watch Dogs. Ich hab Bock. Copyright, ich bin high. Da? Ne, es war einfach nur irgendein dummes Gerede. Was weiß ich. Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Hey, komm, Mann. Ich sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Ich wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag dir den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind, das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann, auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man einfach nicht vergessen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen. Töte mich doch. Erinnerst du dich jetzt? Mit Kreis schlagen, was ist das denn? Naja, gut, machen wir mal. Maurice redet nicht mit mir. Hallo Welt. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Medizin, chemische Komponente hacken. Herstellungskomponente für einmal hacks. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich muss was trinken. Das verwirrt mich nicht. Hier, mein Eisen soll das gut sein. Keine Sorge, das ist nicht mein Urin. Und 10 Sit-Ups, Mensch. Pick dir schon mal Bild an, ich mache sie gleich, keine Sorge. Ich film kurz ein bisschen
auf mein Leben klarkommen. Er kann irgendwie Sachen herstellen. Muss ich ja eigentlich jetzt noch gar nicht so wissen, ne? Getränkeautomat. Man kann auf jeden Fall sehr, sehr viel hacken in dem Spiel. Bankkonten, Automaten, andere schöne Dinge, aber das werden wir im Laufe des Let's Plays dieses Projekts erfahren. Gucken wir mal, hacken wir mal das Handy. Echt weiter. Okay. Dann erreichen wir doch mal den Wegpunkt. Aber haben wir jetzt getötet? Ist er tot? Ich glaube, er ist noch außer gefälscht, oder? Aber was ist das hier? Oh, Waffenrad. Köder, man kann Köder herstellen. Ja, ne, können wir nicht, weil wir keine Waffen haben. Warum? Yo, Maurice! Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße! Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Ah. Ah. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Jordi. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst, Ben. Die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder, kommen. Dann, Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Ich mag Jordi. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Gut, das wird wohl die Frage beantworten, ob, wie Maurice Zustand aussieht. Chicago Police, wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. Okay, mit X in Deckung gehen, das... Ich sollte kein Uncharted spielen, so, in der nächsten Zeit, aber das wird wirklich passieren. Ich hab hier eine Leiche. Können wir gleich mal Deckung Sie verlassen? Schusswunden, hier ist die Waffe. Und hier ist noch eine Leiche, auch ein Viceroy. Mit Tat ohne Opfer. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Zentrale, wir haben 2 Leichen in den Katakomben des Mercedes. Oh! Ich hab nicht so ganz verstanden, unser Tutorial von mir möchte, das tut mir leid. Also ich soll schon an den Rand schleichen, ja, aber irgendwie... Hab ich das jetzt nicht so gesehen. Der Informant hat was von einer Gang gesagt. Vorsicht, die Penner spielen nicht fair. Können die Typen nicht einfach zu Hause spielen? Sicher ein Viceroy. Ich bin gerade einfach am ersten Goomba gestorben, Leute. Ich bin einfach am ersten Goomba gestorben. Auch ein Viceroy. Ja, genau, Ecke. Genau das Wort. Das habe ich gesucht, Ecke. Warum mussten Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen? Ah, Kreis aufhalten. Okay, ist interessant. Zentrale, wir haben 2 Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger. Gangbanger. Alles klar. Da stimmt doch irgendwas nicht. Warum töten die sich gegenseitig? Und warum auch noch ausgerechnet hier? Sieht nach einem Exempel aus. Moment. Könnte es der Rächer sein? Ist doch genau... Der Rächer. Na, anlocken. Es hätte ihn anlocken können, das stimmt.
Ja, da kommen wir schon mal mit klar. Man kann einfach viele Sachen benutzen. Sprengfallen einfach aktivieren, irgendwie einfach rumstehen mit dem Handy, Leute anlocken und so weiter. Man kann sehr viel machen. Aber ja, das ist jetzt unsere Aufgabe, das alles zu berücksichtigen. Okay, klärt den Normandkreis. Okay, mit Viereck holt mein Handy raus. Leute, mit Viereck holt man dein Handy raus. Okay, ein bisschen hacken. Genau, hacken ist generell Viereck, okay. Wir müssen mit der anderen Kamera rüber hacken, dann müssen wir einfach eine Möglichkeit finden, den Raum zu öffnen. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Da ist ein bekannter Viceroy in der VIP Lounge. Lass uns das überprüfen. Okay, jetzt sollte die Tür offen sein, genau. Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Und übrigens, es gibt auch PlayStation-exklusiven Content. Der wurde auch schon von alleine heruntergeladen. Aber ja, es gibt PlayStation-exklusiven Content. Das war irgendwie, ja. Zu der Zeit bei Ubisoft so generell, auch bei Assassin's Creed war das so. Aber hey, wir spielen PlayStation. Waffenraten L1. Und dann kann ich jetzt hier einen Köder herstellen mit dem rechten Stick. Und mit R1, okay. Mit R1. Wirft man dann Köder, okay. Ah, und dann muss er noch aktivieren, okay. Schluck den Köder. Das war. Was hab ich gemacht? Genau. Ja, ich komme ja schon, ihr braucht nicht klopfen, naja. Hey Sie, Sir. Aber Handy wegpacken. Ja, scheiße, Mann, ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Ey Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen kann. Das ist doch scheiße, Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht. Lustig nach sozialen Netzwerken. So frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Mit ja? Dieter Black, Valkyrie Games, Arbeit mit Fastfood-Kette, Einkommen $13.900. Ist halt cool, dass man irgendwie von den ganzen Leuten irgendwie Sachen lesen kann. Los, hat irgendwie. Ein bisschen nutzlos, aber irgendwie auch cool. Ich zeig dir einen Scheiß. Hey, nimmt ihr das auch alle? Diesen Trip wirst du nicht im Hintergrund. Da stimmt was nicht. Stimmt, das kommt von mich an. Bad Boy. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen. Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter der dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Sie, Alan? Ja, bin ich. Gibt's einen Evakuierungsplan? Klar haben wir. Gut, leiten wir erste Schritte ein. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen isolierten Vorfall im Untergrund, also riegeln wir es ab, damit habe ich kein Problem. Hier wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Und das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spielabbruch? Ah, okay. Jetzt haben wir den Zugangscode von seinem Handy erhackt, wo auch immer ich gesagt habe, jetzt kann ich mit diesen Zugangsdaten hier reinhacken. Weil ich die Zugangsdaten habe, ist doch kein Hacken mehr. Naja, gut. Ja, genau. Das ist einfach, ja. Das ist jetzt ein Blackout. Und jetzt? Hier ist PH2. Von hier oben sieht alles ziemlich übel aus. Der Stromausfall hat ein paar Flutlichter zerstört. Vielleicht gibt's Verletzte. Menschen strömen aufs Spielfeld. Ah.
Aber warte. Komm, ich will auch noch ausschalten, so. Sieht man die Leute nicht? Na, ist dunkel, ne? Aber so dunkel doch jetzt auch nicht. Das ist Rassismus. Ich finde Deckung und Angriff auf gleiche Taste ein bisschen schwierig, tatsächlich. Weil man kann es ja da mal leicht vertun, so, ne? Aber wir kriegen das schon hin, mich zu vertun. Renn auf R2 finde ich gut. Parkour! Wo bist du, Jordi? Was? Weg! Hab ne Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was da gelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es. Da egal. Ist ein Kopf vorbeigerast. Muss... Shit. Das heißt ein Tag. Wo läuft? Hat jemand... Der Verdächtige muss ganz nah sein. Wir suchen weiter. Ich hab schon wieder T-Ball gemacht, statt Sit-Ups, ne? Naja, egal, hat sich ja keiner beschwert. Da. Wie man ein Fahrzeug steuert, R2 beschleunigen, Bremsen und Rückwärtsgang, L2, Handbremse auf Kreis, nach hinten sehen X, interessant, aber ansonsten Kamera wechseln. Aber ich kann nämlich auch einen Wagen verstecken. Das ist auch ein cooles Feature so, ne? Aber egal, wir fahren einfach mal. Weil. Wenn man mal. Wir stehen in der offenen Garage und das Licht an ist, also. Das ist nicht so ein gutes Versteck, aber wir lassen das Auto trotzdem mal vorbeifahren. Eine Streife hat bereits die Verfolgung aufgenommen. Das ist laut, warte kurz mal. Es ist jetzt. So, ein bisschen Ampeln hacken zu unserem Gunsten. Ne? Ja, ich bin entwischt, das ist komplett richtig. Wo muss ich da drin? Verlassungsgebiet der Polizei, alles klar, mache ich. So, heute ist doch ein bisschen ungewohnt tatsächlich. Ich will da jetzt nicht die Straßensperre durchfahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fahre jetzt hier lang. Das habe ich echt gebraucht. Endlich habe ich den verdammten Schützen. Okay, dann fahren wir erstmal Versteck. Ich habe ihn hart angepackt. Folter. Nee, ich springe nichts. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon rühren. Karten und GPS drücke. Um die Weltkarte zu öffnen, drücke dann auf X, um eine GPS-Markierung zu setzen. Die Missionsziele würden erobern den Ecke. Schnellreiseziele gibt's auch. Dann können wir uns einfach mal kurz angucken, was ist denn das hier? Medizinische Komponenten, schaltinteressante Orte frei. Ja, hier kann man kann viel auf der Weltkarte machen, so. Kannst irgendwie rauszoomen. Ja, es ist Chicago, falls das noch nicht aufgefallen ist. Ja. Man wird prinzipiell schon gerne 100% machen. Das ist natürlich die Frage, vielleicht mache ich das Ding offcam und so weiter, aber das sind so Sachen, die spielen jetzt erstmal keine Rolle. Jetzt will es erstmal ins Versteck gehen, oder was ist das, ja? Das wird oft passieren, dass ich einfach grundlos irgendwas sprenge, weil ich kann's. Neues Fahrzeug. Ich habe ein Fahrzeug gehackt. Geil.
Gut. Fenster öffnen. Diese Typen. Ich hab Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders, aber er liebt uns, glaub mir. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Okay. Skillpunkt erhalten. Öffnen Sie die Fähigkeitsbombe. Machen wir nochmal. Ah, okay, ich soll das direkt machen, die Fähigkeit, Garagentore zu öffnen und schließen zu können. Ja, machen wir mal, ne? Heckenkampf, hergestelltes Fahren. Ich glaube, wir können. Gibt es noch mehr dafür, alles hochzumachen? Akt 1, am Ende des 8. Mission beendet. Ich würde dir gern lesen, so. 100 Erfahrungspunkte, dankeschön. Ich will das hier lesen. Ausruhen. Wenn Sie sich ausruhen, ändern Sie die Tageszeit, Ihr Fokus wird aufgefüllt und das Spiel wird gespeichert. Außerdem wird Ihre Fahndungsstufe zurückgesetzt. Während laufender Mission nicht verfügbar. Okay. Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordy Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Instabile chemische Komponente, Hacken. Herstellungskomponente für einmal Hex. Das ist hässlich. Warum ist nicht mal weiß? Das ist besser. Das hat Stil. Komm, wir gehen schlafen. Guck mal, was der nächste Tag zu bieten hat. Kann ich. Warte, ich muss morgen um 10 in der Uni sein, dann stellst du den einfach mal um 9. So geht das, geht ja. Egal. Ich will nicht nach egal wohin. Ich will nach Pony. Okay. Wer ist das? Wir fahren nach Pony. Ich hoffe, es ist normal, dass es so aussieht. So flackert, aber ich denke, es muss so sein.
nicht so an sie erinnern. Nie träume ich von ihrem kleinen Gesicht am Fenster, wenn sie dort auf mich wartete. Oder von diesem süßen kleinen Tanz. Ist immer derselbe Albtraum. Na, so ist das halt leider. Wo geht's raus? Da geht's raus. Packt Sandy weg. Hi. Ich muss auf andere Gedanken kommen. Glücklicherweise ist die Stadt voller Ablenkung. Guten Appetit, Tobi. Was gibt's Schönes? Schnüffelt Farbe. Ja, wer schnüffelt nicht Farbe, ne? Legen Sie Profile von Passanten an, um kriminelle Aktivitäten zu decken. Du siehst kriminell aus. Warum rennst du weg? Warum rennst du weg? Irgendwann werde ich dem CTOS danken müssen. Ein kleiner Hack ihrer Gesichtserkennungssoftware. Und ich habe Zugriff auf jedermanns persönliche Daten. Weg da, Kleiner. Unmöglich. Der Typ ist außer Kontrolle. Aber heute wird er niemandem was tun. Man, und ich habe ihn. Hallo, Vector. Reicht mal langsam, du Affe. Du bist ein Affe. Hey, langsam. Ja, richtig, aber... Okay. Verbrechungserkennung. Reifen das Zielgebiet, nutzen Sie den Profiler, um potenzielle Verbrechen zu identifizieren. Lassen Sie sich nicht entdecken. Warten Sie auf den CTOS-Alarm, bevor Sie einschreiten. Es ist besser für Ihren Ruf, wenn Sie Verbrecher fangen, ohne sie zu töten. Okay. Das muss die Frau sein, die der Typ verfolgt. Wer ist in der Nähe? Ich kann es spüren. Hey, wir müssen reden. Da gibt es nichts zu reden. Kapier's. Es ist aus. Du irrst dich gewaltig. Ich bin nicht fertig. Hau endlich ab. Ich schrei gleich. Oh, jetzt kriegst du's. Wir sind hey. Tu mir einen Gefallen und hau ab. Oh. Okay, ich war komplett gerade in der Spur, aber wir haben ihn aufgehalten, ohne tödlich zu sein, einfach nur verprügelt. Und die Band abgeschlossen, sehr schön. Jetzt tut er keinem mehr was. Eine menschliche Lied was, Leute. Und das ganze Geld, was wir von Leuten hacken, können wir uns auch vom Geldautomat holen. Tja, ne? Okay, hier haben wir, keine Ahnung. So die 100% Geschichte so. Gibt die Online-Aufträge, Online-Beschattungen, Online-Rennen, Online-Hacking und Online-Entschlüsselung. Minispiele wollen wir auch alle machen, auf jeden Fall. Gibt auch immer Trophäen, glaube ich sogar. Hauptmission, gucken wir uns jetzt mal nicht weiter an. Und halt ganz viele Nebenmissionen, Verbrecherkonvois, erkannte Verbrechen. Ja, das wird auch schon schnell gehen. Fixer-Aufträge und Gangverstecke. Okay. Untersuchungen. Ja, das sind halt so die Sammelquests. Würde ich einfach mal meinen. Okay, Sammelbares gibt's auch noch. 100 Lebenswürdigkeiten. Zwei von 10 Audiologs. Okay, Audiologs kann man auf jeden Fall mehr sammeln als 10, aber. Ja, so viele, um uns freizuschalten. Mag ich generell, wenn man mehr sammeln kann, als es so gibt, so. Aber ich wollte eigentlich das, den Fähigkeitenbaum öffnen. Mal Fähigkeitspunkte haben. 5 Fähigkeitspunkte. Und was gibt's denn hier so Schönes? Mehr Geld, das Bankautomaten. Was ist das hier? Hochbahn steuern, Brücken hoch und runterfahren lassen.
Holla. Komm, wir kaufen uns mal Brücken. Was gibt's denn hier so für Fähigkeiten? R3 drücken, um den Fokus zu aktivieren. Was ist eigentlich sinnvoll, so ein Fokus, ne? Schneller Waffenwechsel brauche ich jetzt noch nicht. Ruhiger Arm. Ja komm, ruhiger Arm. Und Fokus auf R3. Splittergranaten herstellen. Na komm mal hier. Kein Alarm bei Fahrzeugen. Einfach mal direkt kaufen so. Wir haben jetzt noch einen Punkt, den investiere ich. Zusatzakku. In den Zusatzakku kommen. Nikki, hey, ich weiß, die Party läuft schon. Sie ist fast vorbei. Wo bist du? Ich bin unterwegs. Ach, du machst mich irre. Jackson hat sich wirklich darauf gefreut. Bitte beeil dich. Du fehlst uns. Ihr mir auch. Bin bald da. Sorry, Nick, ich muss da ran. Ich sehe euch bald. Gut, du bist raus. Hey, wenn du mal eine Karre brauchst, ruf mich an. Ich erledige das für dich. Gebrauchte Autos? Willst du lieber zu einem richtigen Autohändler gehen? Ich stelle keine Fragen und der Typ besorgt mir jedes Auto. Und dir auch, wenn du willst. Na, vielleicht. Wie geht's Maurice denn so? Ich verfügbar. Oh, dem geht es ganz wunderbar. Ich werde ihn an meinem Ablegeplatz ablegen. Ich brauche ihn lebend, Jordi. Ja, lebend. Na klar. Entspricht nicht deinem Naturell, Ich würde ihn abknallen und gut, aber hey, du bezahlst, ich halte ihn am Leben, solange du willst. Ich will schließlich meinen Check. Autoabruf, öffnen Sie Smartphone, wenn Sie Autoabruf, schalten Sie Fahrzeuge frei. Ja, gut. Ja, gut, ne? Lassen wir das mal, ich würde gern. Ja, die Steuerung ist so ein bisschen, gut. Wollen wir mal gucken, was ist denn das hier für komische Markierungen? Sehenswürdigkeiten. Da wird sogar eine Trophäe, die verwackt sein kann. Mit den Sehenswürdigkeiten. Im Prinzip kann man sich bei jeder Sehenswürdigkeit einfach nur einmal einloggen und dann kriegt man halt. Eine Trophäe dafür. Kein Trophäe, sondern. Ah, hier. Lass mal. Badette. Ja, wo wir an? Okay, Gott, Hilfe. Sorry. Tut mir leid. Oh, hi, sorry. Was das? Bist du fertig? Yep, ich bin fertig. Ich werde den Rest meines Lebens Single sein, Strip-Tops besuchen und Nutten kaufen, wenn ich Action will. Ich finde nicht, dass das nach einem guten Plan klingt. Scheißegal. Schluss mit dem ganzen Mist. Scheiß auf alles. Ab jetzt nur noch Nutten, Stripperinnen und Näschen. Hittchen? Seit wann nimmst du denn dieses Scheißzeug? Okay. Überrascht, bis ich das gesehen wurde, da bin ich ganz ehrlich zu euch. Das kann was werden. Steigen wir mal wieder ins Auto ein, wo sind wir denn gerade so? Der wird leider so Sachen abzuklappern, ist gerade wieder so ein bisschen. Wo müssen wir hin? Wir fahren einfach, ich würde einfach sagen, wir haben noch viele Sachen nicht freigeschaltet, so Leute.
Wobei, das C2S-Turm könnte vielleicht spannend sein. Es gibt... Ist das schon freigeschaltet? Sieht rot aus. Ich fahr da mal hin. Die S-Türme sind quasi die Aussichtstürme von Assassin's Creed. Nur man muss nicht so hochklettern und eher so in so ein Areal reinkommen. Und häufig war es dann so, man ist dann da quasi bis zu dem Punkt reingekommen, dann so, du wirst online angegriffen, mach erstmal das. Das war dann immer so richtig ätzend. War eigentlich mal ganz cool, eigentlich, dass man irgendwie herausfinden muss, wie man denn da reinkommen kann. Und wie man schon sehen kann, von der Seite kommen wir nicht rein. Fixer Auftrag. Ich würde gleich hingehen so, dann müssen wir auch höchstens mal machen. Hab das TU für ihn. Ich mach doch gerade einen Aussichtspunkt, Leute. Ich mach jetzt kein Verbrechen, so sorry. Wie kommen wir hier rein? Da. Ich mach mal nochmal kurz die Musik ein bisschen leiser so. Audio und Sprache. Machen wir die Musik auf 50 auf. Ah ne. Song. Das ist die Songlautstärke. Musik nicht Song. Wir machen die Song auf Hütte runter. Gut, dass das unterschieden wird. Ja, da kann ich nicht hochklettern, das ist einfach nur optische Täuschung. Ah. Ja, man kann ja mal so Lift. Ah, warte, da, hier. Hier ist, hier auf der Seite kommen wir rein. Können wir so ein bisschen. Naja, hacken uns halt so ein bisschen rein. Ab hoch mit dir, Aiden. Gucken, was wir dann freischalten, so. Alles muss raus, okay. Warte. Wir müssen da gar nicht runter, wir müssen hier weiter hoch. Ja, wir müssen uns da noch reinhacken, aber das ist jetzt in dem Fall recht einfach, denke ich mal, hier beim ersten Turm. Genau, hier einfach entriegeln. Die Tür öffnet sich, wir können rein. Und jetzt kommt ein Angriff online, nee. Ich lebe noch. Skillpunkt. Ja, einen, ne? Guck mal, jetzt sieht man auch schon gut, was man hier machen kann. Komm hier. Das machen wir auch mal. Was ist denn das? Hier beschleunigt. Ja, komm, mach einfach mal. Weltkarte. Was haben wir jetzt hier freigeschaltet? Was ist das hier? Explosive Komponente. Hochbahnstation. Hier gibt es sammelbare Objekte, die werden halt direkt angezeigt. Und aber halt so City Games, aber ich glaube, die können wir ja anscheinend auch nicht machen. Nur die waren ja gesperrt, Cash waren. Deshalb, ich würde mal sagen, die erste Kapitel sollten wir am besten abschließen, dann passt das schon. Ich habe übrigens Schaden. Ich habe einen Schaden, weil es einfach runtergefallen bin. Ich will ja kein Auto klauen, ne? Also schon ein Auto klauen, aber... Und... Nehmen wir mal das hier.
Hi, weg da. Okay, das ist ein fixer Auftrag. Kommt man einfach immer so rein. Und ja, keine Ahnung, machen wir das mal einfach mal. Ich will jetzt nichts sprengen. Muss ich aufsteigen? Ich muss aufsteigen. Ein paar Fixer brauchen eine Ablenkung. Ich locke die Cops raus und spiele den Köder. Klingt nach einem sauberen Job. Klingt überhaupt nicht sauber. Alles hier, Fahrzeug. Ah ja, ich erinnere mich, glaube ich. Also ja, wir müssen halt weglocken, so. So ähnlich wie die eine Mission in GTA 3, bestes Spiel aller Zeiten. Okay, ist ein Checkpoint drin. Verstehe. Und wir müssen die Polizei wirklich weglocken. Das heißt, wir müssen Leuten so keine, die nicht dran hindern, uns zu folgen, sondern einfach, ja, die sollen uns folgen, so. Oh, noch einmal so ein bisschen. Da. Die Musik ist gut. Oh oh. An alle Einheiten, die IOS hat den Verdächtigen lokalisiert und markiert. Oh oh. Eine Patrouille wurde auf den Verdächtigen angesetzt. Ja, gucken, ob die mich hier finden können. Naja, wir machen einfach unser Ding. Ich hab keinen neuen Wagen, ihr seid einfach nur dämlich. Warum geht GTA aber so, ne? So auf freier Wildbahn, da findet man uns irgendwie nicht. Flucht erfolgreich. Erfahrungspunkte, sehr schön. Ich denke auch schon, dass wir auch alles auf dem Entwicklungsbaum auch entwickeln können. Das ist mir eigentlich immer ganz wichtig, dass wir wirklich alles machen können, so. Ansonsten wird man so, ja, irgendwie fehlt was, so. Weshalb ich auch so ein bisschen hoffe, dass dann im zweiten Sparks of Hope DLC, wo es dann wirklich eine neue Welt gibt, dass das halt in die Story eingewoben ist, in den normalen Modus. Und man halt dann halt sagen kann, hey, hier, kriegst du mir neue Erfahrungspunkte, hier, viel Spaß damit. Und ich sollte übrigens doch so fliehen, ne? So entkommen, so, weil es gibt ja Erfahrungspunkte. Nein! Ich mache hier niemanden platt. Ja, viel Spaß. Was mache ich hier? Ich glaub, ich bin jetzt übrigens auch bei meiner Schwester. Weil, ja, bei meiner Schwester, wo ja auch unsere nächste Mission startet. Von daher voll gut. So, Tor öffnen, das mussten wir uns ja kaufen. Belohnung, $1000, sehr schön. Dann haben wir jetzt hier einen von 40 Pixel-Aufträgen. Ja. Ja, die Verbrecher-Konvois, das war teilweise ein bisschen wild, aber irgendwie fand ich es auch cool. Oh fuck, die sind immer noch auf der Jagd nach mir. Bla. Ich fahr gut, ne? Es hat mir gut, dass ich keinen Führerschein habe. Hm.
Lass kommen. Doch, kann ich. Ja, Elle, Verdächtiger ist weg. Schreib deine Fahndung aus. Als wäre das Spiel nicht spannend genug gewesen, gab es noch einen Stromausfall im Stadion. Gut die Hälfte der Zuschauer saß im Dunkeln, ebenso das Spielfeld. Das konnte die Cubs aber nicht daran hindern, diesen Sieg mitzunehmen. Der große. Oh, guck mal her, das ist hier gerade, ne? Wo wir gerade waren. Die haben sogar auch schon die Zäune repariert. Voll gute Leute hier. Nein, ich will jetzt keinen. Weil das nehmen wir jetzt noch mit. Die Augen offen halten. Er kann auch nicht weit sein. Okay. Okay, ich befahrte das Opfer, verstehe. Wir befahrten jetzt nicht den Schurken, sondern das Opfer. Und 25% ist das ein Opfer, okay. Du verlässt mich nicht. Nicht so. Verschwinde. Was? Ich hab das, glaube ich, noch nicht sogar. Ich hab das, glaube ich, noch nicht so ganz verstanden. Wann ist zugreifen? Da kommt, glaube ich, so ganz. Ich glaube, da muss es rot sein. Ich glaube, gerade. Ach, keine Ahnung. Ich glaube, das war gerade eher so sein Erkennungsding. Er hat mich, glaube ich, gesehen. Ich glaube, das war sehr. Ich muss ein bisschen besser aufpassen. Hi. Er kann das Geld haben von euch. So. Bastelst in einer Garagengang. Passt Autos nach Kundenwünschen an. Kundenwünschen? Kundenwunsch, okay. Das ist okay. Und zwei Amerikaner. Ist das ein Anime-Opening? Hi. Ich war seit der Beerdigung nicht mehr bei Nikki. Bin ich soweit? Bei Jacks letzter Party sang Lina ein schiefes Happy Birthday. Laut und hemmungslos. Jetzt fürchte ich die Stille. Verschwörung, bekommt Medikamente gegen Angstzustände. Ich hab nichts bemerkt. Guck nochmal nach. Auch die Daten vom letzten Monat. Ich bin bis dahin zurückgegangen, wo das mit diesem CTOS-Netzwerk ab. Ich bin mit 20 eingestiegen. Dann bin ich zum Blackjack-Tisch gegangen und zack, Blackjack. Danach. Kann ich hier rein? Nö. Dann gehen wir außen rum. Kann ich meine Schwester hacken? Dann los. Wie alt wirst du heute? 10. Nein, du bist noch 9. Nein, 10. 9. 10. 9. 10. Gut. Wenn das so ist, gibt's 10-mal Geburtstagskitzeln. Was? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 10. Warte mal bitte. Also, ein ganzes Jahr und... Zu spät. Ja, tut mir leid, Nick. Wirklich. Komm her. Lass dich mal ansehen. Du wirkst älter. Ah, nett. Vielen Dank auch. Ist sein erster Geburtstag ohne Lina. Wie geht es ihm? Redet immer noch mit keinem außer mir. Yolanda sagt, es sei seine Art, etwas Kontrolle zu behalten.
Yolanda? Seine Therapeutin. Und sie hilft ihm. Es läuft gut. Nur halt langsam. Es ist schwer, aber wir schaffen das. Jax! Hey! Ich komme zu spät. Kriege ich eine Umarmung? Wow! Bist du groß. Hey, was hast du denn da? Wow, der Heiler. Cool. Hast ihm was Echtes geschenkt, hm? Bring deine Spielsachen hoch, ich will mit deinem Onkel reden. Ja, ich komme sofort nach. Das ist wichtig, dass du hier bist. Aber ich muss sicher sein, dass sich was geändert hat. Ich versprech's. Du und Jax. Ihr seid die wichtigsten Menschen für mich. Ich werde nie aufhören, auf euch aufzupassen. Stets der große Bruder, hm? Ist das Foreshadowing? Nikis Haus betreten. Mal, als ich hier war, war Linas Geburtstag. Jackson himmelte sie an. Wie wir alle. Du hast das Beste verpasst. Die Kinder haben Rächer gespielt. Diesen Typ imitiert, der ständig im Fernsehen ist. Lass mich raten. Jax war der Rächer. Nein, sie waren alle der Rächer und ich war der einzige Gangster, aber ich war echt böse und hab's ihnen gezeigt. Ich hätte früher kommen sollen. Dann hätte ich sie gewarnt. Legt euch nicht mit Nikki an. Ich weiß noch, du und Mommy wart furchtbar krank, aber Dad bestand drauf, sein Sohn muss seine Geburtstagstorte bekommen. Das Ding war einfach abscheulich. Verbrannt und windschief. Genauso war Dad immer. Er hat nicht alles richtig gemacht, aber die Familie war ihm heilig. Oh, entschuldige, ich plappere. Ach, ehrlich? Nein, ich will sie nicht unterbrechen. Wer ist denn da? Glauben Sie, die Nummerunterdrückung schützt Sie? Ich weiß nicht, was daran komisch ist, aber die Polizei wird sicher nicht darüber lachen. Ich gebe Ihnen einen guten Rat. Hören Sie? Gehen Sie raus. Treffen Sie Leute. Leben Sie. Rufen Sie mich bitte nicht mehr an. Was sagten Sie? Hören Sie, die Polizei kann den Anruf verfolgen. Oh, super, super. Ich weiß, wo du wohnst. Sind denn alle Schlösser in Ordnung? Wer sind Sie? Und was wollen Sie? Fühlst du dich sicher, Nikki? Sympathisch. Wer war das? Völlig unwichtig. Nur ein dummer Streich. Sowas kommt vor. Meinst du, das ist stabil genug? Und, hast du die Stimme erkannt? Ach Gott, Aiden, lass es doch, es ist gut. Gut? Er glaubt, er kann hier einfach rein. Woher willst du wissen, was er glaubt? Du überprüfst die Schlösser. Hör mal, ich schaff das schon allein. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Nikki, ich kann den Typ finden. Okay, pass auf, Aiden, du hast dich nicht verändert. Wir brauchen deine Hilfe nicht. Hör bitte auf, unsere Probleme zu lösen. Denn wenn du es versuchst, machst du es nur schlimmer. Besser, ich gehe. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, danke dafür. Verarscht Leute am Telefon. Mal sehen, wie gut du das findest, wenn ich dich aufspüre. Da bist du ja.
gibt jetzt Ärger. Mist. Er will abhauen. Ist das ein dickes Auto? Na egal, es gehört es uns. Aber du konntest davor gerade nachschauen, Tobi. Ich, Das ist meine größte Angst. Das ist meine Angst. Warte mal. Oh. Hilfe! Dann haben wir einen Deal. Scheiße, ja, kann ich ja kaum glauben. Was ist passiert? Nicky Pierce, ja? Ich werde die Schlösser erwähnen. Und das Kind. Aber es fühlt sich falsch an. Darum geht es ja. Jemand hat dieses Arschloch bezahlt, um Nicky zu belästigen. Wer würde für so etwas bezahlen? Hey, bist du weiter mit DedSec? Ich brauche die CTOS-Hex. Ja, ich bin noch dran. Wir überprüfen dich. Gib mir Zeit. Okay, dann brauche ich deine Hilfe. Kannst du einen Anruf tracen? Kann ich meinen besten Kunden absagen? Moment. Worum geht es hier genau? Um einen Kerl, der meine Familie bedroht. Ich will wissen, wer ihn bezahlt. Also der Anruf kam irgendwo aus dem Loop-Bezirk. Mehr kann ich leider nicht sagen. Okay. Angenommen, ich hacke das CTOS im Loop. Dann sollte ich den Anrufer ausfindig machen können. Tun wir das. Bloom baut gerade ein neues Kontrollzentrum im Loop. Das ist perfekt. DedSec hat schon versucht, das Zentrum anzugreifen. Ohne Erfolg. Und jetzt wird es noch stärker bewacht. Das wird also nicht einfach. Sei vorsichtig. Du klingst wie meine Schwester. Bleib cool. Ich bin bewaffnet und gefährlich. Der große Bruder. Mission beendet. Kannst. Bloom heuert private Unternehmen an, um die CTOS-Zentren zu bewachen. Die sind sicher gut ausgerüstet und haben Lust auf Action. Ich bin bereit. Ey, Max. Ich gib's Tobi. Hi. Einkaufen. Energy Drink. Nein, ich kaufe dir keinen Energy Drink. Danke. Ich hab gehofft, dass du den Clips. Dankeschön, Tobi. Dankeschön, Tobi. Das war einfach so geil. Ich stehe da noch beim explodiert einfach um mich herum. Oh Mann, ey. Ja, wo sind wir denn? Wo. Sorry, dafür geht's da drüben, weil da kannst du mal kurz raus. Es gibt hier verschiedene Gebiete, ne? Einmal mal. Was ist das hier oben? Erinnerung. Ah, das ist glaube ich das PlayStation exklusive DLC-Dingens, das kostenlos zur Verfügung steht. Freue mich, dass du es gut fandest. wir nehmen mal den CTOS-Turm hier ein, weil der gerade hier mitten auf dem Weg liegt und naja, ne? Wollen wir alle haben. Ein Pixel-Auftrag. Weil, nee. Ich will erstmal zum Turm. Wir können den Pixel-Auftrag gerne noch machen. Wie gesagt, wir müssen da 40 machen, so. Ah. Und kann man's? Ist das? Ich glaube nicht, wenn ich so langsam bin, ne? Ja, wo war jetzt hin? Ja, ich glaube auch nicht, dass es geht. Sind da gar nicht so viele Online-Trophäen? Aber ja, ne? So, die war ein bisschen weiter nördlich, war noch eine Sehenswürdigkeit, die ich kurz mitnehmen würde. Wir hatten alle 100 Sehenswürdigkeiten, wollen wir machen. Ich glaube, es ist noch von der 100% Anforderung. Ich glaube, man kann es ein bisschen mit Marvel Spider-Man vergleichen. Rennen auf R2 finde ich super. Da bleibe ich bei. Rote Kürze zwangsgeräumt, Sehenswürdigkeit. Eine Hackergruppe, die sich selbst DedSec nennt, warnte die Bürger, dass das CTOS anfällig für Angriffe von außen. Hast du ein Problem? Gut. Holen wir den Turm und dann
lagen die Folgen? Wenn wir bei einer Stunde 5 sind, wa? Können wir theoretisch auch gleich noch so ein paar ja, Nebenaktivitäten machen. Mal gucken. Aber ich denke mal, eine neue Mission zu Anfang dieser Folge bietet sich, glaube ich, nicht mehr an. So, sammeln wir noch so ein bisschen. Füllen zumindest die Stunde 15 und dann gucken wir mal. Mal gucken, vielleicht brauchen wir jetzt auch noch eine halbe Stunde, um hier reinzukommen, ne? Wo kann ich's? Gabelstapler runter, da ist auch. Ja, dahinter war eine Kamera versteckt, geil. Da ist doch hier bestimmt irgendwo. Hier. Wo bin ich? Hä, wo bin ich? Ich war doch gerade noch bei der Tür hier, oder? Aber, nee. Alles gut. Ist alles sauber. Es erinnert mich auf jeden Fall, damals, als ich diesen Turm hier gemacht habe, kam dann so ein Online-Auftrag rein. So, hey, hier, komm mal online rein. Das war so nervig. Komm. Warte, die Frage, ist der Online-Modus noch verfügbar? Ist die Frage? Auf der PS3 auf jeden Fall nicht. Da ist auf jeden Fall ein Lag, also PS3 und Xbox 360, you know. Ja, ist die US-Turm. Schnellreisepunkt freigeschaltet, Sammelobjekte. Oh, hier bitte einmal. Zwei von 30 US-Türme, Skillpunkt. Ladet mal Skillpunkt rein. Wir brauchen auch mehrere für einige Sachen. Was machen wir? Wie hat die blauen Sachen noch nicht freigeschaltet? Soweit ich das verstanden, Online-Aufträge. Zur Freischaltung Einführung beenden. 3 bis 8 Spieler. Ja, okay, kommen wir jetzt noch in eine Einführung. So, Kapitel 1 und so, wie wir beenden, dann schalten sich, denke ich mal, diese ganzen Aktivitäten frei. Ich würde trotzdem so gerne so ein bisschen. Was machen wir? Schnellreisepunkt. Für Fixeraufträge gibt es. Bargeld. Machen wir den Fixerauftrag hier. Mehrfach geschieden. Ich glaub's dir. Bewegung! Scheiße! Verschwinde! Los, rufst du die Polizei? Ach nee. Manchmal rufen die Leute nämlich die Polizei so. Oder man kann die davon abhalten und es gibt eine Trophäe, glaube ich, 5-mal zu machen oder 10-mal vielleicht sogar. Aber es ist generell ja auch ganz hilfreich, die einfach davon abzuhalten, die Bullen zu rufen. Die Bullen zu rufen. Warte, fahren wir mal kurz. Und Trinkspiele gibt es auch, Leute. Trinkspiele. Die sind auch ein wichtiger Teil dieses Spiels. Also kurz mal, hier war auf jeden Fall irgendwo eine Sehenswürdigkeit. Wie geht das so direkt? Na, nee, ich will jetzt nichts hacken. Nicht einfach. Ah, ich muss einfach in der Nähe der Sehenswürdigkeit oben drücken. Ja, es gibt irgendwie so einen Bug, der irgendwie verhindert, dass es irgendwie zählt oder so, ich weiß nicht genau. Weil der 100 Sehenswürdigkeiten schon so ein bisschen. Ja, guck dir die Stadt an, so ein bisschen, ne? Können wir jetzt sagen, es ist unnötiges Gegrind. Das ist auch irgendwie so ein bisschen, aber tut jetzt auch nicht weh. Glaube ich, hoffe ich, denke ich. Hallo, weg da. Miau, miau, miau. Ich bin in Monaco.
Ich hab so Bock. Ja, ich glaub halt PS4 und Co., ja. PS3 und Co. nicht. So habe ich es zumindest mal, ich glaube aus dem Euro-Stream rausgenommen, dass das da irgendjemand mal gesagt hat. Kann ich da irgendwo reinhacken? Das ist glaube ich, irgendwo kann ich mich da reinhacken und so. Okay. Ja, warte, ich muss dieses Ding aktivieren, verstehe. Und deshalb folge ich jetzt dieser Spur, um das zu öffnen. Entriegeln. Kann ich jetzt hier so rein, so? Ah, nee, okay, hier ist noch irgendwo ein Zwischen... Step? Stepstone? Ich hab den Drop. Ah, ja. Worauf hast du Lust? Was meinst du? Worum geht's gerade? Ich hab Lust, mich hier reinzuhacken. Ich muss dir etwas sagen. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht und, weißt du, wir kennen uns jetzt schon sehr lange und ich liebe dich. Ich liebe dich von ganzem Herzen und will mit dir zusammen sein. Matt, danke. Und ich liebe dich auch. Ehrlich? Du bist mein Bruder. Unsere Freundschaft ist mir so wichtig. Ich würde nie gefährden, was wir haben. Nein. Oh ja, absolut, das... Ich meinte ja nicht... Ich meinte auch Freundschaft, weißt genau. du? Weil wir so gute Freunde sind. Ich umarm dich nachher, Matthew. Komm. Ja, meine Sätze beenden sind immer so, ich fange meinen Satz an und dann so... Ja, komm, passiert irgendwas und ich vergesse das, sorry, ey. Ich habe halt so ein bisschen darüber gesprochen, was ich jetzt machen will in dem Spiel. Ich mache jetzt noch ein paar Nebenaktivitäten. Neues Fahrzeug verfügbar übrigens. Ah ja, ich wollte mir diesen Würfel da mal angucken. Also hier machen wir den Fixaufbau, können wir gleich machen. Aber ja, dieser Würfel da. Ich will mal kurz gucken, was da passiert. Muss auch irgendein Eindringen sein. Da sind die Sammelobjekte auch in general so, ne? Sehr seltsam. Es klingelte, ich bin rangegangen und es war so eine komische Stimme dran. Ich soll irgendeine Nachricht hinterlassen. An wen? Welche Nachricht? Sag dem Kerl mit dem Hut, sie wissen, dass er mithört. Und? Hast du es ihm ausgerichtet? Wollte ich. Aber da war keiner mit einem Hut in der Nähe. Wurde ziemlich leer. Wohl ein blöder Streich, aber wie gesagt, ziemlich seltsam. Ich möchte jetzt kein Verbrechen machen. Jetzt ich habe aber Bock auf Persona 5, so. Das ist ja nichts Neues. Was ist das jetzt hier so? Hacken. Ah! Da ist ein QR-Code. Meine Schuld. Ich muss nur halt einen guten... Komm, die Kamera. Weil, es ist die Kamera. Ja, doch. Hm?
Ja, nicht ganz. Ich muss ein bisschen. Ist hier noch eine Kamera? Da ist noch eine Kamera. Komm, die wird doch sein. Ich begebe mich jetzt auf jeden Fall zu diesem Fixer-Auftrag. Wenn ich den gemacht habe, dann endet die Folge. Nehmen wir erstmal ins Theater mit. Oh, Aloy. Letzte Anmeldung. Ich überlege, man musste irgendwie eine Art von Entdeckung mit Freunden teilen, aber das war in Assassin's Creed 4, wo es Entdeckung mit Freunden teilen muss, aber das funktioniert noch. Da muss ich irgendwie hin. Ich glaube, das wird mich sogar nerven. Die ganzen Orte hier abzuklabbern. Also halt, sprich dann auch zu suchen und so immer und immer wieder. So ein bisschen suchen ist ja fein, glaube ich, die ganze Zeit. Mal gucken. Und da muss ich irgendwie hoch. Also es gibt ja schon eine Kamera, die da hinführt, so, ne? Oh, das ist warm. Über Arschloch. Ja, warum nicht? Entriegeln. Boah, es ist warm. Nächste Woche wird es auf jeden Fall an See fahren. Ich hoffe, ich mache das dann auch. Okay, gucken, was jetzt passiert. Was? Wow! Herrlich! Wow, das ist ja quasi ein echter Stickmarathon. Wow. Weißt du was ich dachte? Was echt toll sein könnte? Wie wär's, wenn ich wieder nach Hause ziehe? Ne? Oder vielleicht auch für immer. Das wäre doch. Wäre das nicht toll? Oh ja. Okay. Klar. Du. Mann, das war nur ein Scherz. Na komm, denkst du, ich will echt nach Hause ziehen? Ich bin 30 Jahre alter Mann. Nein. Ja, das war doch nur ein Witz. Na komm. Ja. Ach, wow. Ich glaube, er ist einsam. Und hier ist ein Fixer-Auftrag. Ganz hier. Den die Bullen suchen. Na, wie bitte? Wie hast du mich gerade genannt? Hast du mich gerade kriminell genannt, Frau? Die Frau ist weg. Darauf erstmal ein Auto klauen. Keine Abfindung? Das Geld wird knapp werden. Die Geschäftsführer sind doch alle Vollidioten. Reine Sauerstoffverschwendung. Ein Lieferjob, das kann ich. Sauberes Nummernschild, kein Schaden. Ich nehme die Gassen und Abkürzungen. Okay. Ba, 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 ba.
Wir tun so, als wären wir so der Rächer für alle guten Bürger und klauen einfach allen das Geld, so, ne? Das ist richtig arschig. So. Handschuhfach geplündert erstmal, geil. Ja, und das bringt uns, glaube ich, noch näher an unser Zielpunkt für die nächste Folge, ist auch gut. So, ich will jetzt dann gleich auf jeden Fall so ein kleines Loop ist verbunden. T2S-Loop. Ah ja, ich bin außerhalb der Gebiete, die ich gescannt habe, ist okay. Da habe ich weniger gemacht. Man scannt die Türme nämlich auch dafür, dass man ja halt hier mehr Zugriff hat auf die ganzen Hacks, so, was ja auch sinnvoll ist. Ah, guck mal, und ich habe keinen Wegpunkt, deswegen, weil ich es nicht gehackt habe. Ja. Hallo, Vector. Und ich bin gerade ein bisschen aufgeschmissen, weil ich keinen Wegpunkt habe, aber wir schaffen das. Weil wir jetzt auch einfach runterfahren können, dann sind wir auch schon da. Vector. Oh, es geht weiter. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Na gut, dann machen wir mal weiter. Das ist komplett aus dem Konzept. Ich drücke mit der Unten-Taste die. Hallo, weg mit dem Smartphone. Einfach so die Minimap außen einfahren, so wie in so einer gewissen Definitive-Trilogie. Na gut, man kann nicht alles haben. Ja, man kann nämlich diese Garagen auch so gut zur Flucht nutzen übrigens. Das ist halt auch ziemlich cool. Hat ein bisschen was von Need for Speed, Most Wanted, glaube ich. Oder, ja. Irgendwie sowas. Hui! Sorry. Und noch ein drittes Auto oder reicht das? Okay, das reicht sehr gut. Und kriegst du $3000? Naja, gut. 2 von 40 Specs-Aufträgen abgeschlossen. Gut, Leute, dann verabschiede ich mich genau an dieser Stelle von euch für diese heutige Folge. Für diese Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Was ich noch sagen wollte. Ich habe auf jeden Fall Bock auf das Spiel. Das kann auf jeden Fall versichern. Einfach so ein bisschen in die Nostalgie zu kicken. Zu gucken, wie ich das finde. Und so prinzipiell, es macht auch erstmal Spaß so. Tränkautomat hacken. Und ja. Ich habe Bock auf weiteres. Schreibt auch gerne eure Meinung in die Kommentare, in den Chat, wie auch immer. Es wird auf jeden Fall, ja, in der nächsten Folge weitergehen, für euch im Stream. Gleich.